Hallöchen, liebes YouTube, liebe Community, liebe Freunde auf dem Kanal vom OldGaming.lp. Ja, weiter geht es hier mit Ostriff und machen einen ganz kleinen Guide für euch heute. Und zwar, Ökologie. Oder ist es sinnvoll, alles abzuholzen? Könnt ihr natürlich tun, ne? Schauen wir mal uns die Map im Großen und Ganzen an. Also, wir haben natürlich hier unheimliche, riesige Waldressourcen. Das haben wir schon hier so ziemlich alles abgegrast. Hier oben hätten wir also auch noch viel Wald, ne? Also hier können wir uns noch ausdehnen. Die Frage ist natürlich die, ist es sinnvoll, diesen ganzen Wald abzuholzen? Sprich, die Entfernungen werden ja immer größer für eure Leute, die Holz einsammeln müssen. Also gehen wir mal hier auf die Forestry. Da seht ihr ja, hier habe ich noch angegeben, welche Bäume weg müssen. Ansonsten lasse ich das alles andere hier stehen. Das wird also nicht abgeholzt. Hier unten, das wird auch nicht abgeholzt. Das wird auch nicht abgeholzt. Schauen wir mal, wo habe ich sie denn hier? Der Streifen wird noch abgeholzt und hier noch ein bisschen was weg. Vielleicht, dass man hier noch einmal irgendwas hinstellen kann. Ansonsten bleibt der restliche Wald auch bestehen und die Forestry hier unten, die holen hier langsam die Bäume weg. Aber wir haben uns was anderes überlegt. Man möchte ja auch vielleicht Häuser im Wald reinstellen, ne, damit die Leute ein bisschen im Wald wohnen können. Das lockert die Atmosphäre etwas auf. Und dazu habe ich mir überlegt, ist es doch ganz sinnvoll, wenn wir uns ja Waldplantagen anlegen. Ne? Also ihr könnt jetzt hier bei der Forestry, könnt ihr Plantagen, Baumplantagen anlegen. Es empfiehlt sich immer so in dieser Größenordnung, wie ich es jetzt hier habe, zwei Stück anzusetzen oder drei anzusetzen. Denn erstens mal, die Bäume brauchen eine relativ lange Zeit zum Wachsen, bis sie ja geerntet, sagen wir mal, werden können. Und um diese Zeit zu überbrücken, wenn ein Feld leer ist, damit dann das zweite oder das dritte Feld da ist zum Abernten. Abernten ist gut, ne? Und hier habe ich also auch massig angepflanzt Bäume, genauso wie hier oben. Das sind Felder und dann kommt hier irgendwann mal, kommt dann noch einmal ein Baumfeld hin. Also eine Forstplantage, sagen wir mal so, damit eben erstens einmal die Förster nicht zu weit haben, um Bäume zu schlagen, denn je weiter die Entfernungen sind, umso länger dauert es, bis die dann einmal einen Baum abgeschlagen haben und dann ja zum Werk transportiert haben, ne, zum Sägewerk transportiert haben. Und die sollten ja eigentlich momentan, die sollen das dann noch wegmachen. Und den Weg möchte ich eigentlich noch weghaben. Das werden wir ihnen noch einmal in Auftrag geben, dass der Weg hier freigemacht wird. Da, wo die ganzen Händler immer langfahren. So, das sollen sie noch wegmachen. Genauso wie das hier und das hier, damit ich hier oben noch Platz bekomme und der restliche Wald überall bleibt dann weiterhin bestehen. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal kundtun und euch sagen, ja, geht sparsam mit euren Ressourcen um, beziehungsweise denkt dran, wenn ihr jetzt so eine Försterei habt, ne, und die müssten jetzt bis dahinter laufen,
Oder ihr baut die Försterei dann später hier hinten rein, eine, zwei oder drei Förstereien hier hin, bis die dann das Zeug hier antransportiert haben, an Bretter und so weiter. Da geht er lange Zeit dahin und dann steht er auf einmal da und hat zu wenig Ressourcen, weil sie zu langsam antransportiert werden. Das sollte man vermeiden. Also denkt dran, rechtzeitig im Bereich von euren Förstereien oder Sägewerken dementsprechend Baumplantagen anzulegen. Da seid ihr gut damit bedient und ihr braucht dann nicht so weite Wege gehen und könnt dann den übrigen Wald stehen lassen. Ja, das war jetzt einmal ein ganzer kurzer Guide für euch als kleine Unterstützung hier in dem Spiel, was sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist, ne? Ich möchte euch da ja auch ein bisschen helfen für diejenigen, die hier ganz neu und frisch unbedarft in dieses Spiel einsteigen. Die werden sich dann auch ja erst einmal keinen Kopf drum machen und sagen, oh ja, so viel Wald, wunderbar, kann ich holzen, ne? Aber wenn ihr dann die Sägewerke dann immer wieder abreißen müsst, ne, weil die Wege zu weit sind, um dann schneller am Baum dort zu sein und baut dann neue Sägewerke auf, das kostet euch ja auch Zeit und Ressourcen. Und die Wege, ne, sind zwar dann kürzer, weil das Sägewerk direkt im Wald ist, aber es muss ja auch verarbeitet werden und das Material muss ja auch irgendwo hingeliefert werden an Baustellen und so weiter. Und je weiter das natürlich entfernt ist alles, umso schlechter ist es für euer Zeitmanagement, ne? Und da könnte dann unter Umständen vielleicht einiges schief gehen, ne? Okay, ja, das soll es erst einmal jetzt soweit gewesen sein. Ihr habt es jetzt gesehen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Kommentare sind immer gern gesehen. Vorschläge, Ratschläge auch. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich in den Kommentaren stellen. Ich versuche das natürlich dann so schnell und so gut wie möglich ja, umzusetzen, euch zu beantworten, gegebenenfalls ein Video draus zu machen. Ja, dann soll es das mal gewesen sein. Ne? Und dann sage ich ja mal, Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.